Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Kelnix mit einem neuen Hearthstone-Video für euch. Die Saison vom Mai hat geendet und wir sind noch Rang 10 geworden. Ich war lange Zeit, glaube ich, Rang 16 oder so und habe da rumgedümpelt, ohne wirklich großartig zu spielen. Und habe jetzt in der letzten Stunde noch ein paar Matches gespielt, damit ich nächstes Mal eine Rang 10-Belohnung bekomme. Und so sehen wir schon mal, was diesmal drin ist für diesen Monat. Immerhin drei goldene Karten, goldene gesegneten Champion habe ich, Stärken glaube ich auch. Den Dunkelara Chor oder so ähnlich, den kann man gut gebrauchen. Und natürlich die neue Kartenpackung. Und ich wollte euch gerne mal das Deck vorstellen, mit dem ich die letzte Saison gelevelt bin. Und werde auch mal diese Saison versuchen, ein bisschen höher in den Rängen zu kommen. Wir haben hier noch eine Quest mit drei Siegen, wunderbar. Und ja, es war ein relativ simples Deck. Ihr seht schon am Namen Face. Es ist ein aggressives Jägerdeck. Auf der Jagd, Folgefledermaus, ruflose Unteroffizier und Wogenspitz. Wir haben vier verschiedene One-Drops, was halt wirklich diese Aggressivität des Decks schon mal klarstellt. Natürlich der schnelle Schuss, eben auch als Reload ist es ganz praktisch. Die Sprengfalle, damit wir eben auch was für einen Adlerhornbogen haben. Zwei Messerjongleure, zwei Riesenkröten, zwei Terrorwolfs Alpha, zweimal fast, zweimal Lass die Hunde los, Tierbegleiter, Agentumreiter und Wolfsreiter. Und das war's schon. Wir kurven quasi bis drei Mana und das war's dann wirklich letztendlich. Höher geht's nicht. Ich habe überlegt, Leroy Jenkins reinzumachen, hätte aber herstellen müssen, habe gedacht, würde jetzt auch erstmal ohne gehen. Und wir fangen die Saison natürlich an mit Rang 19, aber werden uns mal direkt wieder ins Getümmel starten. Ich hatte gestern wirklich, sieben Ränge oder sechs Ränge innerhalb von, ich würde sagen, 30 Minuten geschafft. Ich hatte eine plus 9 oder plus 10 Winstreak, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin auch gar nicht sicher, ob die jetzt übernommen wird. So gesehen, wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt nochmal gewinnen. Ich spiele hier gegen Zoo, wahrscheinlich. Was ein bisschen schwer für dieses Match ist. Und die Starthand ist nicht gut genug. Wir brauchen definitiv unsere One-Drop, so gesehen. Wobei, Lass die Hunde los ist natürlich eine coole Karte gegen das verbotene Ritual von denen. Aber wir brauchen trotzdem die One-Drops und müssen hier aggressiv dafür mulligen. Und haben kein Glück. Da seht ihr mal wirklich, auch wenn man 8 One-Drops hat, man hat nicht immer einen auf der Starthand. Was ja wirklich ein großes Problem sein könnte, wenn der Gegner uns jetzt im Tempo schlägt. Hat schon mal einen Leerwandler. Wenn er Terror auf Alpha hat, dann haben wir ein Problem, ansonsten können wir es ein bisschen günstig umnieten. Außer er tradet jetzt einmal rein, dann werden wir wahrscheinlich mit dem Tierbegleiter spielen. Aber schauen wir mal. Ich hoffe, unser Gegner spielt ein bisschen schneller, denn als Jägermann will wirklich schnell spielen. Oh, was kommt jetzt? Münze Terror auf Alpha, passt auf. Wir werden hier gerade... Nee, doch nicht. Münze Adalas, okay, das ist auch mal interessant in der Konstellation. Habe ich es auch noch nicht gesehen. Das heißt, wir werden jetzt Terror auf Alpha plus Wogenspitze sogar spielen. Dann werden wir jetzt erst traden und dann den Wogenspitze. Einmal damit wir hier mit Glück den Ping drauf kriegen oder ins Gesicht. Denn wir wissen ja schon, dass wir so rein traden wollten. Der erste Ping war wichtig, dass wir wissen, welchen wir angreifen. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter. Haben hier auf alle Fälle einen relativ guten Start, obwohl wir den One-Drop gemisst haben. Ist allerdings gegen den Leerwandler eh ein Problem. Aber schauen wir mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Wie gesagt, voll aggressiv, sobald es möglich ist, ins Gesicht. Das ist unser Siegstrategie, unser Plan. Besser gesagt. Ab und an werden wir ein paar Trades machen. Aber schauen wir mal. Überwältigende Macht, wow, will er lieber die 2-2 töten, okay. Interessant. In dem Fall bin ich gerade wirklich überlegen, lass die Hunde los. Na Motto, wir haben es gerade. Und ich würde sagen, wir machen das. Auch wenn es nur zwei Juggles sind, muss nur einer hier eintreffen. Wir könnten gute Trades haben. Werden wir hier auch machen. Einmal damit der Messer-Jongleur am Leben bleibt. Und ihr seht, wir haben ihn mittlerweile schon auf 17 Leben, dank deiner Flammenwichte. Nächste Runde haben wir dann Wolfsreiter, Heldenfähigkeit. Pusht auf alle Fälle für genügend Damage. Und er wird hier Probleme haben. Ja, Boss der Wichtelgang. Ich würde überlegen, lieber einen Tierbegleiter. Machen wir mal hier. Hafer ist nämlich mehr Damage, wie wir alle wissen. Wir gehen ins Gesicht. Wir ignorieren uns auch den Wicht. Wir haben mittlerweile so viel Druck auf ihn. Wir haben die sprengvolle Wolfsreiter auf der Jagd. Alleine das sind schon mal 8 Damage mit einer hellen Fähigkeit. Er hat nur noch 8 Leben. Und ich denke, da können wir dann wirklich mal anfangen, hier Druck aufzubauen. Denn er sollte Probleme haben mit der Heilung. Und wir wollen ja, wie gesagt, sehr, sehr schnell hier gewinnen. Damit wir viele Matches noch aufnehmen können. Meeresriesen ist in Ordnung, das heißt, er kann sich nicht heilen. Wir haben einen Damage nur auf dem Board, das sieht natürlich nicht so toll aus, aber das ist nicht so wild.
denn jetzt geht's wieder ab ins Gesicht. Und zwar, wir nutzen auch hier die Heldenfähigkeit. Allerdings auf in die Jagd werden wir auch seine 1-1 nutzen, denn auch so setzen wir 2 Damage mit der Heldenfähigkeit als Kill an und removen noch eine Kreatur von ihm. Und sieht so aus, als würden wir hier relativ easy gewinnen können. Aber mal schauen, was unser Gegner hier hat. Yep, nichts, wundervoll. Hat echt lange gedauert, also normalerweise sollte man schneller spielen, finde ich. Aber jetzt wissen wir, die Siegessträhne wird nicht übernommen von der letzten Saison. Etwas ärgerlich. Aber sonst nicht stören, wir machen jetzt hier mal wirklich weiter. Und gucken, dass wir da ein bisschen abgehen. Und es ist schon ein bisschen länger her, dass ich gewertete Videos gemacht habe. Ich werde jetzt, wie gesagt, versuchen mal diese Saison ein bisschen höher im Rang zu kommen und auch ein paar mehr Videos aufzunehmen. So gesehen, ich werde viel wahrscheinlich mit dem Jäger auch offscreen quasi spielen für euch. Und wir schauen nochmal. Nicht gerade der One-Drop, den man möchte. Komm, wir nehmen eine ganze Hand. Ganz neue Hand. Ja, das mit den One-Drops ist so eine Sache. Schneller Schuss für die Klerikerin, wenn er sie hat. Aber irgendwie ist diese Hand echt ärgerlich. Wir haben ziemlich viele Kreaturen. Und ziehen es scheinbar nicht. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, wir werden geheilt, wie nett. Ich denke, ich werde auf der Jagd aber jetzt in sein Gesicht machen, auch wenn wir den One-Damage gleich auf eine Kreatur verwenden. Wobei, nein, besser. Wir machen es einmal so. Wir brauchen nur definitiv Kreaturen. Wir haben nächste Runde, wie gesagt, die Möglichkeit, mit fast sogar 5 zu machen, indem wir das in sein Gesicht machen. Wir müssen aufpassen, ich habe auf der Jagd gerne für Organized Soul Priester gegen den Dings mit der Siegel der Heilung oder wie es heißt. Ah, wir machen das hier. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können auf die Jagd und dann fast drauf. Wenn er Juggle trifft, ist es natürlich ärgerlich. Wir machen es trotzdem, weil es so sicher ist. Bitte geh ins Gesicht. Ja, wunderbar. Er hat die Münze verbraucht. Das heißt, wir haben noch mehr Druck auf ihn. Jetzt kommt Orkner wahrscheinlich mit Circle. Auf Healing würde ich mal bedenken. Nein, okay, das ist absolut in Ordnung. Tierbegleiter. Misha, wunderbar. Wir werden hier den Trade allerdings machen müssen. Einfach, weil ich ihm nicht die 4-4 umsonst geben möchte. Und er geht relativ schnell runter. Er braucht hier definitiv freigelegtes Urteil oder Heilige Nova. Was kommt jetzt? Untergangsverkünder, okay. Wir haben eine Menge Damage. Weiß nicht, ob wir... Wir haben jetzt 5, 7, 9... 12, 15, ja. Wir haben auch hier schon wieder den Kill. Und da seht ihr die schöne Stärke des Decks. Man gewinnt relativ schnell auch noch die Matches. Und das ist, was man am Anfang der Saison eh möchte. Schnell hochleveln, damit man ja aus der Zone quasi rauskommt, wo bekloppte Decks sind, sag ich mal. Es gibt Meta-Decks, also die ganzen Net-Decks, wie man sie auch nennt. Und da kann man die Match-Ups schon vorhersehen. Auf den unteren Rängen weiß ich selbst, dass man sie dort sehr unwahrscheinlich identifizieren kann, weil immer noch andere Karten drin sind. So kann man auf dem Facehunter mit Harrison Jones plötzlich treffen oder sowas in der Richtung, wo man einmal denkt, wo man nicht um diese Karte rumspielt. Und deswegen einfach mal schnell hier hoch. Riesenkröte werde ich allerdings hier als 2-Drop lassen. Natürlich suchen wir immer noch unseren 1-Drop, so gesehen. Schauen wir mal. Da haben wir unseren Lieblings-1-Drop, die feurige Fledermaus, hat sich wirklich hier sehr stark in diesem Deck bewiesen. Und wir haben eine ziemlich aggressive Kurve, was mir gefällt. Und als erster mit dem One-Drop anzufangen, ist natürlich genial. Wenn ich hier einen Leerwandler hat, wäre es unentspannt, aber wir gucken mal. Münze für Flammenjungler, wow. Bitte nicht treffen. Er trifft, großen 50-50 gewonnen und wir treffen auch noch das falsche Ziel. Wir spielen trotzdem die Riesenkröte, haben hier keine andere Wahl. Wir müssen auf der Kurve bleiben. Aber hat schon mal einen ziemlich guten Konter gehabt. Der Treffer hat ihm eine Menge Schaden gespart. Wir werden wahrscheinlich Agentumreiter auf die 2-2 machen, denke ich mal. Ich habe oder ins Gesicht. Ah, wir gehen ins Gesicht. Wir sind Jäger. Wir wollen es aggressiv. Wenn er hier die weltlichen Ängste hat, dann wird er den Trade für uns wahrscheinlich initiieren. Und ich kenne jetzt keine Karte, die uns da wirklich punishen würde.
Das punisht uns nicht. Okay, er ist auch aggressiv. Gut zu wissen. Das heißt, wir können jetzt überlegen, ein paar Trades zu machen. Auf alle Fälle machen wir den Trade. Der ist offensichtlich. Und dann nutzen wir lieber unsere Waffe, um zu traden. Denn mit den Waffen zu traden ist eigentlich besser als mit Kreaturen, da man sie so nicht verliert, die Kreatur. Verbotenes Ritual, oh, geht sogar mit der 1-1, 2-1 lieber ins Gesicht. Kann ich ihm nicht wirklich verübeln, wir werden es dann, oh je. Das verbotene Ritual ist natürlich echt gegenlich, weil wir jetzt keine Last die Hunde los haben. Die Frage ist, gehen wir auch mit der Waffe ins Gesicht? Ich denke mal eher nicht, ich heb die mir noch auf. Wir brauchen eine Explosivfalle oder lass die Hunde los hier. Falsches Placement? Ja, falsches Placement, aber okay. Natürlich hat er hier mit dem Meeresriesen jetzt ein richtiges Problem für uns aufs Board gesetzt. Wir haben noch einen schnellen Schuss. Wird ja auch nicht viel helfen. Wir machen den Trade auf alle Fälle. Gehen für 3 ins Gesicht. Wir müssen irgendwie eine Killmöglichkeit ansetzen. So gesehen, wir erhöhen einfach mal den Druck, indem wir ins Gesicht gehen. Er wird es wahrscheinlich Trade uns für 9 hauen. Wenn wir ein Wildtier ziehen, das dürfte maximal... Oh, macht einen Lifetap, wow. Damit hat er sich genau in Lethal Range für uns gesetzt. Außer Teilung. Danke. Yep. Der Lifetap war mal gewagt. Hat uns den sicheren Kill hier gegeben. Können wir von Glück reden. Da wäre die Sprengfalle gewesen. Die brauchen wir aber nicht mehr. Wir gewinnen einfach so. Face is a place, as am Ork oder so ähnlich. Und da ist die Siegesträhne schon. 3 Siegequests haben wir auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir rushen einfach mal weiter. Gucken mal wirklich, wie viele Siege wir hier hinkriegen. Ich meine, wir haben mit 12 Minuten 3 Siege. Das heißt 4 Minuten pro Match. Ich habe noch ein bisschen gelabert, wahrscheinlich eher so 3,5 Minuten pro Match. Ist erst eine Top-Spielzeit, man kann viele Matches in dieser kurzen Zeit machen. Das heißt, selbst wenn man eine kleinere Siegrate hat, wird man wahrscheinlich so schneller den Rang aufsteigen. Hier gegen den Druiden, relativ schlechtes Matchup für uns. Durch die ganzen großen Minions. Ne, wir behalten mal die Hand auf der Jagd, nehme ich jetzt aber mal raus. So haben wir 1, 2 und eine der 3 dann. Wir kriegen auf der Jagd trotzdem wieder. Ist es aber nicht wert mit der Münze hier. Hier wird er wahrscheinlich die Hellenfähigkeit nutzen. Aber es ist okay für uns. Er kriegt nichts aufs Board. Wir können weiter den Druck erhöhen. Und er spart sich so auch den Wildwuchs oder eben eine andere Kreatur, vor der wir Angst haben müssten. Jetzt haben wir auch hier die schöne Kumme, warum ich das so drin habe. Das sind halt 6 direkte Damage und es ist ein Ein-Mana-Wildtier quasi. Denn der Mastiff zählt hier als Wildtier. Gut, es ist ein Cartoon, das heißt, auf der Jagd ist hier praktisch für. Okay, wäre praktisch gewesen. Hier ist es nicht. Wege mit Argentum-Reiter ins Gesicht. Noch kein Grund, die Waffe zu zücken. Sollte er irgendwie den Schlamm oder so im Deck haben. Was machen wir hier? Bin gerade echt am überlegen. Ich denke mal... Oh, irgendwann will jetzt mein Freund werden und mich flamen, weil ich wahrscheinlich Aggro-Jäger spiele. Wir nehmen die Münze mal hier für die Heldenfähigkeit. Ist zwar komisch, aber ich will es gerade nicht annehmen. Sonst wäre ich nur geflamed, so leid es mir tut. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen nur schnell ein paar Matches machen. Wir haben auf alle Fälle eine Menge Burst. Das hier sind 11 direkter Face-Damage für 7 Mana. So, und für 1 tradet er auch noch so? Das glaube ich jetzt nicht. Ernsthaft? Okay. Scheint echt Angst zu haben, was gut ist. Ich überlege auch den Messer-Jongleur für was anderes auch. Wir haben hier eine perfekte Kurve. Wir werden auch mit dem Bogen angreifen. Einfach weil der Damage so direkt reinkommt. Und das ist schon mal praktisch. Wir können dann relativ schnell einen Kill auf ihn bedrohen. 2 Runden, dann ist er definitiv weg. Das heißt, er muss uns in 2 Runden töten, hat momentan 7 Damage auf dem Board. Es wirkt unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Oh, er nutzt ja noch die Heldenfähigkeit rein. Heißt, er geht
Okay, macht sie nicht. Jetzt hat er 10 auf dem Board, wir sind bei 25, heißt er bräuchte 15 Damage aus der Hand, auch unwahrscheinlich. Aber man weiß nie, was kommt. So. Und wir spielen hier definitiv nicht auf der Jagd, das brauchen wir eben, um unser Wild hier zu beschwören. Und dann haben wir dann nächste Runde genau 11 Damage. Er kann sich maximal auf 10 hoch machen. Aber vielleicht rennt er auch Heilung in seinem Deck, das wissen wir noch nicht. Nein, das war's. Waren wir noch gerade schnell genug für unseren Druidenfreund? So, auf der Jagd. Fass. Fass. Wunderbar. Und ja, es ist jetzt nicht das vielfältigste Gameplay, aber ich sag mal, es zeigt auch, dass eben so einfache Decks mit so einer einfachen Strategie wie eben der Facehunter relativ hohen Erfolg haben können und eben mit der Geschwindigkeit vielleicht ja eine schlechtere Winrate wegmachen können. Was heißt hier schlechtere Winrate? Ich meine, wir sind jetzt 4-0 gerade unterwegs, haben noch keine Niederlage, sind schon wieder Rang 17. Und ja, ich würde sagen, es läuft auf alle Fälle ganz entspannt, dieses Deck. Es ist halt nicht gerade herausfordernd, sage ich jetzt mal. Aber es muss es auch nicht sein. Und ja, wir gucken mal. Was übrigens auch das Interessante ist, die Fledermaus, ich weiß nicht, die heißt Fiery Bat, glaube ich, auf Englisch, und sie hat halt, oh, was für eine schöne Hand. Ich meine nicht ernst, weil guckt ihr das an, 4 One-Drops, das behalten wir mal. Hat es eben damit zu tun, dass der, wann war es, World Champion Sieger hier Fire Bat und so, deswegen wurde sie gemacht, soll eben ihm ehren quasi. Wurde jedenfalls von Ben Broad so gesagt. Kleines Hintergrundwissen. Bitte hab kein One-Drop, bitte hab kein One-Drop. No, natürlich hat er einen Leerwandler sogar noch. Wir haben hier viele Möglichkeiten mal wieder. Ich denke, wir probieren es mit der Münze und Messer-Jongleur. So können wir mit auf der Jagd und dann noch ein One-Drop. Haben wir eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Ja, Terrorwolf Alpha natürlich. Was auch sonst. Das war das Einzige, was uns hätte punishen können. Davor hatte ich eben die Angst, aber naja, Pech. Vielleicht endet hier unser Siegsträhne mal. Und sind erst 30 Minuten lang in der neuen Saison. Also die Leute, die hier sind, sind wahrscheinlich so die Rang 7 oder Rang 6 Leute von der vorherigen Saison. Na, perfekte Kurve. Wichtelboss gegen der Wichtelgang oder so ähnlich. Boss der Wichtelgang, so rum. Gegen der Wichtelboss, genau. Nur eine Heldenfähigkeit, wunderbar. Hier denke ich mal, können wir es wieder aggressiv spielen und gehen natürlich ins Gesicht. Messer-Jongleur hat nicht getroffen, hier ein wirklich ja, schwerwiegender Fehler von Messer-Jongleur. Wenn man da wäre ein Ping auf egal welche Kreatur so hoch gewesen, gerade auf dem Terrorwolf Alpha, dann würde der Messer-Jongleur überleben. Und so eine Entscheidung, ich sag mal, von jetzt eine 33% Chance, dass er so schlecht trifft, kann einem das Spiel schon verlieren beim Jäger. Das ist, worauf man achten muss. Er bekommt hier dadurch eben wirklich diesen wunderbaren Trade, dem ich ihn gerne nicht gegeben hätte. Aber mal schauen, wie es weiterläuft. Bitte töte wenigstens die 2-1. Nein, natürlich nicht. Und das meine ich, unsere Juggles sind gerade der Horror. Wir haben noch nicht viel Druck auf ihn gemacht. Das Ding kann zwar groß werden und gefährlich, aber wir werden es ignorieren müssen. Wir werden es leider ignorieren müssen. Denn irgendwie müssen wir gewinnen. Der schnelle Schuss, den werden wir uns auch aufheben als Reload. Wir hätten es eben zwar theoretisch gerade damit töten können, aber wie ich sagte, wir brauchen es, um noch eine Karte zu ziehen. Denn das ist das Problem vom Deck. Lange Matches kann man gar nicht damit spielen, weil man einfach ohne Karten ist. Und dann wird es auch Momente geben, wo es einfach besser ist aufzugeben. Aber mal schauen, was er hier hat. Dunkler Eisenzwerg, okay. Tötet er noch die 2-1?
ist anzunehmen gerade. Auch hier ein ziemlich Standard Zulock. Mit dem Dunkeleisen wäre ich sogar noch eher Midrange geworden. Hat zum Glück nicht das verbotene Ritual. Ja, und dann macht er den Trade, wie zu erwarten. Bitte jetzt ins, ja, wenigstens der ging ins Gesicht. Adlerhornbogen, wir traden hier rein, das Ding kann zu gefährlich werden. Und wir werden den schnellen Schuss nicht verwenden, sondern die Heldenfähigkeit. Wir müssen jetzt doch ein bisschen auf unser Mana achten, sage ich mal. Und es ist uneffizient, wenn wir die einen schnellen Schuss anstatt Heldenfähigkeit machen für einen Damage mehr. Er hat natürlich auch noch den Schlamm. Wir bekommen wenigstens eine Karte damit getötet. Aber mal gucken. Wenn das Board voll macht, hoffen wir natürlich auf Lass die Hunde los. Und dann gibt es ordentlich Rambazamba. Und er hat nicht mehr so viel Leben. Verbotenes Ritual, jetzt hoffen wir wirklich auf Lass die Hunde los. Hier können wir Riesenkröte und dann schneller Schuss ins Gesicht natürlich. Jetzt müssen wir aggressiver werden. Ruchloser Unteroffizier heben wir uns für einen Charger auf. Und mit Lass die Hunde los könnten wir sogar nächste Runde, glaube ich, schon gewinnen. Das sind 7. Wir müssen einen wegtrainen. Ne, wir werden One Damage off. Und er cleart eben. Er hätte vorhin mit allen 1-1 ins Gesicht hauen müssen. Oh, der Leerwandler. Der wird uns Probleme bereiten. Wir hoffen hier weiterhin auf Lass die Hunde los. Das ist Live-Tap sogar noch. Wow. Der Live-Tap war echt riskant. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Huffer? Huffer. Wunderbar. Dann haben wir schon mal den Spot weg. Und er muss aus seiner 1-1 reintrainen. Das heißt, er kann uns nur für 9 hauen. Vielleicht hätte ich es auch aufheben sollen für eine Möglichkeit von Fass. Ja, mit dem Fass, den hätten wir so Liesel bekommen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, ihn zu spielen. Im Nachhinein habe ich mal nicht drüber nachgedacht, denn sollten wir Fasten, wenn wir eben 2 Damage off sein? Du sagst, das ist gute Frage. Er kann es definitiv nicht am Leben lassen. Wir haben mit dem Wolfsreiter momentan die Killmöglichkeit, da wir noch einen ruflosen Unteroffizier haben. Hat er jetzt den Kill auf uns? 6, 8... Plus 8 macht... Nö. Außer hat noch jetzt Seelenfeuer oder so. Flammenwickler wird es haben, sonst würde er es nicht spielen. Ja, jetzt kommt der Ober-BM. Noch ein One-Drop müsste es sein. Ja, und jetzt kommt Seelenfeuer. Wow. Oder, ja, heißt Seelenfeuer. Ziemlich knappes Match, muss ich zugeben. Aber da ist unsere Siegesträhne weg. Aber auch dort, wo ihr seht, wir sind nur bis Zug 8 jetzt gekommen, wo ich sage, es war zwar ein längeres Match, das ist eben auch so das Problem, auf längere Sicht verliert der Jäger, aber es ist trotzdem immer noch zeiteffektiv, als wenn man jetzt mit einem großen Control-Deck, die ich ja eigentlich ansonsten sehr gerne spiele, ankommt, weil da dauern die Matches dann schon mal so 15 bis 20 Minuten, man kommt natürlich so nicht schnell die Ränge hoch, hat zwar Spaß, aber wenn man wirklich Ränge hochsteigen soll, sind meistens die aggressiven Decks die Wahl. Deswegen spiele ich auch gegen den Thrall. Ich denke, das wird auch ein sehr aggressives Deck sein. Wir können die Hand behalten. Eins, und das ist dann unser Zug 2 wahrscheinlich, sollte er eben den... wie heißt der? Die 1-3 haben. Und das ist unser Zug 3. Ganz simpel und ab ins Gesicht. Okay, Agentum knappen. Bäh. Noch ekliger. Da überlege ich dann wirklich den Bogenspitz, ob ich den überhaupt revealen möchte für 2 Face Damage. Wir werden sehen. Natürlich, er kriegt noch ein 1-1 Totem. Ich glaube, in dem Fall werden wir es mal nicht revealen. Sondern einfach nur die Riesenkröte spielen, die könnte hier das Board für uns clearen. Boah, er hat einen One-Drop, aber will jetzt zweimal Heldenfähigkeit oder wie? Okay. Heiltotem. Macht das nur 3-3, sollte jetzt den Trade auch machen. Ich glaube, hat er auch gemacht. Yep. Trifft natürlich nicht. Und wir haben hier wirklich eine ziemlich eklige Hand von den Möglichkeiten. Wir werden es. Aber wir versuchen jetzt hier hinzubasteln. Natürlich trifft es hier nicht. Wir machen den Trade. Ich weiß nicht, ob wir hier traden sollten. Aber spielt hier ein interessantes Deck. Doppeltrade?
Avalon Spott-Totem, okay. Kriegt zum Glück nicht, das heißt, hier werden mit einem Wolfsreiter in seinen 0-3-Totem reinchargen und dann mit der Münze noch einen 2-Drop raushauen, denke ich mal. Den Druck auf ihn erhöhen. Aber wir haben so gut wie keinen Damage bisher gemacht. Ich meine, ein Damage haben wir in sein Gesicht gedrückt. Und das, obwohl er nur eigentlich Totem, Totem, Totem gedrückt hat. Das ist erschreckend. Hat hier zweite Flammenzungen Toten? Hat er jetzt noch Spott? Nein. Totemic Tuska. Kriegt natürlich das Mana-Taito. Ja. Was soll man da noch gegen machen? Gegen so eine perfekte Kurve. Richtig, nichts. Ich bin gerade etwas frustriert von dem, wie es läuft. Wenigstens Huffer. Wenigstens ein guter Treffer. Und Schiff Flammenzungen Toten. Das muss weg. Aber was für ein Start der Schamane hier hatte. Wahrscheinlich hat er jetzt hier diese Infusion getopdeckt. Macht jetzt gleich auch das und kann dann damit irgendwie traden oder so einen Spaß. Messer-Jongleur tötet er lieber. Nee. Was macht er? Mensch, Junge überlebt nicht so lang. Ist ja echt nervtötend hier. So, wir hoffen natürlich auf einen Messertreffer auf die 1-1. Wird uns hier viel helfen. Wundervoll. Das heißt, wir spielen sogar noch einen Terrorwolf Alpha. Hätte natürlich auch die Heldenfähigkeit versuchen können. Aber naja. Problem ist, wir haben keine Karten mehr. Er hat jetzt wahrscheinlich gleich den Gewittersturm. Waffe des Felsbeißers, auch okay. Problem ist, er hat auch mit seinem Toten jetzt zwei Karten extra gezogen. Das sind uns auch nicht den Wind aus den Segeln. Wildgeist hier. Yep, das sieht schlecht aus. Dann müssen wir gucken, wenn der Topdeck nicht gut genug ist. Vielleicht der 4-4 Spot. Noch lassen wir es weiterlaufen. Aber sobald ich das Gefühl habe, dass das Game wirklich nicht mehr gewinnbar ist, dann werden wir aufgeben. Einfach um uns Zeit zu ersparen. Wir gucken, was er hier zieht. Hex. Ja gut, das ist ausreichend. Da können wir aufgeben. Wir müssen gar nicht weiterspielen, weil er hat einen Kartenüberdings und... Ja, zwei Niederlagen in Folge. Unser Rang purzelt wieder. Fast. Aber wir werden trotzdem weitermachen. Ich denke, ein Match noch. Egal wie es ausgeht. Dann haben wir hier, glaube ich, ein Sample von 7 Matches oder so. 4 Siege, glaube ich, waren es und 2 Niederlagen. Vielleicht kriegen wir noch einen 5. Sieg wenigstens ran. Das wäre ja ganz schön. Aber damit ihr mal so ein bisschen den Eindruck von dem Deck kriegt. Und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Gameplay, vielleicht dann auch auf höheren Rängen, von eben den Jäger sehen wollt. Wie er sich schlägt. Oder ob ich ein neues Deck machen soll. Wir sind gegen den Krieger, das heißt, unsere One-Drops werden richtig bluten gegen den zerstörerischen Ghoul. Eines der schlechtesten Matchups, die wir haben können. Aber hey, wir haben eh keine One-Drops. Seit neuestem. Wundervoll. Ich hätte auch keinen Auf der Jagd ins Gesicht machen dieses Mal. Das ist es nun wirklich nicht wert. Nicht gegen den Krieger. Können jetzt hier einfach die Sprengfalle spielen? Ist es auch noch nicht wert. Wir nutzen die Heldenfähigkeit und stellen fest, wirklich, obwohl wir so eine aggressive Kurve haben, ich meine mal, wir haben glaube ich 3 Mana Drops. Insgesamt der Rest sind 18 One oder 2 Drops. Wir haben nicht eingezogen, also das Glück scheint hier nicht ganz auf unserer Seite zu sein. Yay, Huffer, wenigstens etwas. 8 Damage in sein Gesicht. Dann wird es wahrscheinlich mit der Axt töten. Vielleicht haut euch ja noch einen zerstörerischen Gula so raus. Wäre dann ein bisschen ulkig. Das ist gut genug, dass wir einen Adlerhornbogen dafür verwenden. Denn wir wollen nicht, dass er Karten sieht. Und wir können unseren One-Drop sogar noch protecten. Die Frage ist, ob wir den Bogen aufheben, um die Sprengfalle damit nochmal wert zu bekommen. Ich denke fast ja. Aber schauen wir mal. Oh, bitte trifft nicht. Das wäre unentspannt. Wobei doch, trifft. Okay, hat eh nicht getroffen. Auf der Jagd, Fass.
Da wird er auch froh sein, das Fass wegzusehen. Wenn es nicht in sein Gesicht geht. Obwohl, sie haben wenig Heldenfähigkeit, bis er gegen den Krieger reindrücken können. Und das ist so, was man will, denn wir wissen, er hat Doppelschildblock wahrscheinlich in seinem Deck. Um sich wieder hochzuheilen. Noch ein Akolyt, okay. Und zerstörerischer Ghoul Top-Deck. Da ist wir schön Sprengfalle Heldenfähigkeit wahrscheinlich. Und passen einfach. Beziehungsweise, wir können auch unseren Worgenspitzel dazu spielen. Passt ganz gut rein. Er bräuchte hier noch einen zerstörerischen Ghoul. Aber es würde natürlich dann den Boardclear für uns vereinfachen. Und wenn er nicht angreift, kriegen wir mit Lass die Hunde los wenigstens auch noch ein bisschen Wert aus der Karte raus. Nope, er will es explodieren lassen. Immerhin hat auf der Jagd so ein gutes Heal, was es treffen kann. Und unsere Axt, beziehungsweise unser Bogen hat jetzt ein bisschen mehr Charges. Nochmal 3 Damage mehr, die wir ihm ins Gesicht hauen können. Noch ein zerstörerischer Ghoul, okay. Er hat ihn also. In dem Fall Face, Heldenfähigkeit, Sprengfalle und weiter. Mal gucken, ob er nochmal in die Sprengfalle angreifen möchte. Und ihr seht auch schon, warum ich sage, wir können im Late Game nicht gewinnen. Der Krieger hat noch 8 Karten, wir haben 2, 3, 4 können wir eigentlich sagen. Und er hat 9, weil er hat ja noch was auf dem Board. Noch eine Kreatur, wunderbar. Ah, will nicht angreifen. Können wir ihm nicht wirklich verübeln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf der Jagd nutzen möchte oder mit dem Bogen angreife. Wir hätten hier 4, 7, 8 Damage. Wir brauchen noch irgendwie 2. Deswegen warten wir mal ab und passen einfach. Vielleicht hätte ich mit der Waffe angreifen sollen, einfach aus Angst vor Harrison oder einem Spot. Ich glaube, gegen den Spot würden wir jetzt so oder so verlieren. Aber mal schauen. Rüstung spielen, okay, das ist auch eklig. Jetzt wird er wahrscheinlich die Falle auslösen wollen. Wirbelwind, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht. Für 3 Rüstung, naja. Jetzt brauchen wir auf alle Fälle mehr Damage. Man kann so nicht angreifen, damit kann ich leben. Aber er sammelt hier ordentlich Rüstung. Order war allerdings, ja doch, war richtig. Wow, und er greift sogar noch an. Das würde natürlich gut rumspielen gegen unsere Explosivfalle. Als hätte er es geahnt. Plus wir haben jetzt keinen Charger mehr. Aber beide seine Wirbelwinde sind weg. Und da kommt unser Wolfsreiter, wunderbar. Natürlich hier dann auch mit einem ruchlosen Unteroffizier. Und wir nutzen noch das hier. Denn er sollte jetzt eigentlich keinen One-Damage-Removal mehr haben. 2 zerstörerische Ghoul, 2-mal Wirbelwind. Das heißt, wir können weiter aggressiv vorgehen. Ich glaube, das hat er nicht ganz bedacht. Er hat zwar auch nicht Leben bekommen, aber ja, Sport sieht immer noch gefährlich aus. Baron Geddon wäre hier eine interessante Möglichkeit für ihn. Oder, ja, Scharmützel? Weiß nicht, ob es das wert ist. Kampfeswut, okay. Da hätte man wirklich warten sollen, ist ja der gut letzte Runde. Ja, hätte er 5 Karten mitgezogen. Wow, er nimmt keine Rüstung und greift vor nicht an. Ups. Ich meine, man kann er nicht zählen. Wir haben 11 Damage. Das war jetzt wow. Wir haben einen Kill, egal was er macht. Ja, er hat es auch bemerkt und er wählt den Tod, wunderbar. So sind wir wenigstens 5-2 bisher mit dem Deck. Haben unseren Rang 17 auch erstmal gesichert
Und ich würde sagen, das war es dann auch erstmal von dem gewerteten Modus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare mehr Jäger. Wenn ihr neue Stacks sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, euer Kelnix. Ciao.